So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Is It Love? Fallen Road, und wir verschwinden jetzt. Also, wir müssen noch ein paar Klamotten abholen von Jeff und dann hauen wir ab. Dann verlassen wir die Fallen Road. Mal gucken, wo wir hinkommen werden. Wir sollen ans Hütchen kommen. Ja, und psst, nicht spoilern. Alles gut, war ja nicht so. So, als ich in der Nähe des Hauses komme, frage ich mich, ob Karl noch dort ist. Ich hoffe es. Nein, ich will niemandem begegnen. Nein, nicht Karl. Ich verspüre das dringende Bedürfnis, ein wenig Zeit allein zu verbringen. Ich muss mal wieder in mich gehen und Bilanz über die Geschehnisse ziehen. Ja, besser ist. Ein Nachtvogel lässt einen klagenden Ruf erklingen und die Felder sind vom Mond in hellem Licht getaucht, aber nicht so sehr wie das Haus selbst. Wie ein Leuchtturm in der Nacht ist Jeffs Haus von einem hellen Schein umgeben. Es sieht so aus, als hätten wir alle Lichter angelassen, als wir gegangen sind. Ich murre vor mich hin, während ich zum Eingang gehe. Wir können uns nun wirklich keine dreistellige Stromrechnung leisten. Aber das interessiert uns jetzt nicht. Was? Psst! Ich zucke zusammen. Was? Was war das für ein Geräusch? Ich reiße mich sofort zusammen und nehme Haltung an, während ich die unmittelbare Umgebung begutachte. Ruf den Fremden. Wer ist da? Verstrenger Ton. Nur ein paar Blätter rascheln in den Bäumen. Der Schatten des Zauns vermengt sich mit meinem, der angespannt ist wie ein Bogensehne. Psst! Er ist eine fucking Schlange. Das Geräusch ist jetzt weiter entfernt, als ob meine Anwesenheit wahrgenommen hätte. Ja. Ich spüre meine Anwesenheit. Er spürt meine Anwesenheit. Es ist Karl Schützen Aura. Oh nein, bitte nicht. Ich mag den Namen Karl allein schon nicht. Wahrscheinlich soll er Zahl, Graf Zahl oder so heißen, keine Ahnung. Umso besser, ich bin nicht in der Stimmung, heute Abend gegen noch eine dämonische Kreatur zu kämpfen. Ich verberge die nächsten 5 Minuten damit, verbringe die natürlich, die Umgebung zu durchsuchen und mich in Jeffs Garten umzuschauen. Aber ich finde absolut nichts, keine Spur und keine Fährte, die ich folgen könnte. Nun sitze ich wieder in meinem Pickup, nachdem ich in Höchstgeschwindigkeit meine Sachen gepackt habe. Es wird Zeit, dass ich von hier verschwinde. Ja, Mogin, ist gut. Der nächste Halt ist Cliff Lake. Mit einem üppigen Bäumen und Pflanzen, seinen Fischen und vor allem die Blockhütte. Ursprünglich wollte Jeff sein Land und die alte Hütte, die er einst darauf gerichtet hat, verkaufen. Früher ging er zum Fischen dorthin, aber das ist nun schon lange her. Man kann den See nur zu Fuß erreichen und ich vermute, dass es Jeff irgendwann ärgerte, sein geliebtes Gefährt so weit wegparken zu müssen. Aber genau das gefällt mir an diesem Ort. Wenn ich am Cliff Lake bin, existiert der Rest der Welt nicht. Ich liebe die Natur. Ich finde es toll. Ich auch tatsächlich. Ich kann es kaum erwarten, die Aussicht auf Mount Rainier zu genießen. Das Farbenspiel des Sees und des grünen Wälder durcheinander. Ich denke gerade so Mount Rainier. Ich bin gerade voll gerade im anderen Spiel mit dem Kopf. Und das Durcheinander zu entwirren, in meinem Geist sich befindet. Das Mount Rainier ist bei Dings, ist bei, wir sind da tatsächlich gerade aktuell auch in einem anderen Spiel. Und zwar sind wir bei Life is Strange 2 bei Mount Rainier. Das ist nicht witzig, dass sich das irgendwie so verbindet, wie gewollt einfach. Das hat mich gerade so ein bisschen blockiert im Kopf und ich muss jetzt mal kurz darüber nachdenken, während ich vorgelesen habe. Manchmal passieren so 2 Dinge auf einmal, das funktioniert bei einem Mann nicht so gut. Können wir den Männern nicht, geht nicht. Ist wissenschaftlich bewiesen, es funktioniert einfach nicht. Nachdem ich die Ebene durchquert habe, führt die Straße mich nun durch bewaldete Landschaft. Die Nacht nimmt mich unter ihren Fittich und trägt mich zu meinem Refugium. Aber noch ruhen meine Gedanken nicht. Ich kann den Eindruck unmittelbar Gefahr nicht abschütteln, den ich vorhin schon hatte. Mein Herz schlägt laut, während der Motor weiter rumpelte. Schalt das Radio nicht. Nee, schalt es nicht an. Das ist kein gutes Zeichen. Das Rauschen des Radios an meinem Pickup ist das Letzte, was ich jetzt hören will. Ich summe etwas vor mich hin, aber nach ein paar Minuten schaltet sich mein Radio von alleine ein. Wow. Bis bald, Rachel. Die Stimme klingt eiskalt, als käme sie aus dem Jenseits. Ich stelle das Radio abrupt aus. Das ist gruselig. Die Stimme verstummt und lässt mich in Ruhe, aber voller Fragen. Aha. Ich halte mein Pickup sofort am Straßenrand an und gehe hinaus, um die Umgebung zu untersuchen. Ja, das kam aus dem Radio, nicht vom Wald. Das ist gruselig. Das ist echt gruselig. Die Waldstraße wirkt ruhig, ohne jegliche Anzeichen und Menschen und Tieren. Und wir müssen jetzt puzzeln. Aber ich mache kurz Pause, wegen Werbung, ne? Ja. So, da wären wir wieder. Ziemlich gruselig das Ganze, finde ich, ne? Psst, schon wieder? Ich wende mich dem Geräusch zu und ziehe mein Messer aus der Scheide.
Was? Nein. Aber ich sehe nur Bäume, die mit mir hohen, dunklen Silhouetten über mir aufragen. Verliere ich jetzt den Verstand oder was? Ich gehe um meinen Pickerkörper herum und starre in die Dunkelheit der Umgebung. Mir gesträubt die Nackenhaare. Jemand oder etwas verfolgt mich und versucht mich nervös zu machen. Ich steige wieder in meinen alten Pickup, knall die Tür wütend zu, starte den Motor und trete aufs Gaspedal, um so schnell wie möglich von ihr wegzukommen. Ich schaue auf das Radio, als ob ich es herausfordern wollte, mich noch einmal zu stören, und fange an, halblaut vor mich hin zu murmeln. Hey, du blöder alter Richter mit den idiotischen Lakaien, du bist an der falschen Adresse, wenn du meinst, du könntest mich erschrecken. Im Moment habe ich nur ein einziges Ziel, nämlich so schnell wie möglich die Blockhütte zu erreichen und alle dämonischen Erscheinungen hinter mir zu lassen. Ja, wäre super. Ich werde später darüber nachdenken. Momentan will ich nur Gas geben und durch die Nacht fahren. Alles andere kommt mir später. Oh, ja, schade, schon wieder vorbei. Aber, liebe Leute, es war eine super spannende Folge und auch ein bisschen gruselig tatsächlich, ne? Was haltet ihr davon? Also, meine lieben Leute, es war schon wieder. Danke fürs Reinschalten und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, Freunde!